Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Part. Und ich habe aus Versehen gerade den Detektor aktiviert und hier gibt es sogar irgendwo ein verstecktes Item. Aber wo genau? Willst du mir sagen, im Bad hier ist ein verstecktes Item oder was? Gibt es im Bad wirklich ein verstecktes Item? Einen Megablock, okay. Ich wusste es nicht, dass es hier ein verstecktes Item gibt. Ich wundere mich jetzt nur, dass ich das noch nicht wusste. Und zweitens, dass ich nicht weiß, welches Item es hier gibt normalerweise. Kumu-Milch brauchen wir nicht. Okay, unser Bag ist voll. Können wir dem Pokémon ein Item geben? Nein. Und wir könnten unsere Pokémon auch heilen. Aber wir haben Tränke dafür. Brauchen jetzt nicht wirklich zurückgehen. Tina werden wir es eh nicht benutzen. Wir werden jetzt einfach mal Story benutzen. Das erste Ace von Norman, der 5. Arena-Leiter, ist ja auf Level 30. Da passt es schon. Da sind wir circa auf dem gleichen Level. Und hier im Wunderturm können wir ein Pokémon fangen. Und zweitens bekommen wir hier noch ein gratis Fossil, was sehr schön ist. Und der Encounter für diese Route oder für diesen Ort ist ein Blubella. Ich bin ja eigentlich immer so der Typ, der was Giflor benutzt. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du Kanto spielst, wirst du immer Feuerobla grün spielen. Oder wo kann man sonst noch Duflor bekommen? Oder Myrobla, besser gesagt. Aus in der Kanto-Region. Wo kann man das Ding... Kann man das Ding in Johto früher fangen? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber immer wenn ich Mirabla-Duflor verwendet habe, habe ich immer Giflor benutzt und nie wirklich Blubella. Der Grund, es gibt keinen wirklichen Grund. Ein Feuerobla-Grund ist es logisch, denke ich mal, da es hier nur Duflor, also Giflor gibt zur Pokémon-Liga. Denn auch wenn es sich entwickeln kann, Sonnenstein findet man erst später. Und die Johto-Pokémon, also die Kanto-Pokémon, können sich zu Johto-Pokémon erst entwickeln, wenn man einen Nation-Dex hat, als 60 Pokémon gefangen hat. Und natürlich die Pokémon-Liga geschafft hat. So, wir nennen dich jetzt einfach mal Blume. Gut, wir werden jetzt einfach mal den Superschutz anwerfen. Den habe ich, glaube ich, gekauft. Sehr schön. Denn jetzt müssen wir ein Rätsel machen. Ja, hier müssen wir jetzt mit dem Fahrrad fahren. Gibt es hier ein Item? Nein. So. Gut, das Fahrrad werden wir jetzt mal auf Select wählen. Und dann fahren wir mit ihm. Okay, nicht geschafft. Habe ich das richtige Fahrrad dafür? Das ist eher die Frage. Okay. Okay. Ah, dammit. Okay, das kann ich, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ah ja, ich muss mich daran jetzt noch gewöhnen. Und warum war ich jetzt so langsam? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich ganz oben fahren. Gut, den Schutz müssen wir aktivieren, sonst stören uns die wilden Pokémon beim Fahren. Also wenn ich jetzt bald nicht schaffe, werde ich jetzt cutten, bis ich es geschafft habe. Okay, wir kommen zumindest mal schon weiter. Das ist auch schon was. Also wie ich das erste Mal sowas gesehen habe, fand ich das richtig cool, wie man Rayquaza so fangen musste oder konnte. Gut, hier ist jetzt der falsche Weg. Und hier kann man einfach nur zur Trümmer reinsetzen. Sehr schön. Gut, und hier gibt es ein Fossil. Ich frage mich auch, gibt es hier ein verstecktes Item? Nein. So. Seid ihr eigentlich Team Vilie oder Team Armaldo? Ich bin definitiv Team Armaldo. Also in Smaragd bekommt man ja beide Fossils wieder. Das finde ich richtig cool. Das zählt erst nach der Postgame. Aber ich bin definitiv Team Armaldo. Und dies ist versenkt. Aber wohin? So, im Sand verschwunden. Gut. Haben wir einen Paraheiler? Ich glaube schon einen. Okay, dann benutzen wir noch einen
Einen Sprudel, passt schon. Und dann werden wir mal die Trainer hier besiegen. Okay, das ist kein Doppelkampf. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Kämpft ihr überhaupt? Nein, der kämpft nicht. So, gibt es hier ein paar versteckte Items? Wir könnten den Detektor wieder aktivieren. Oder auf Select wählen. Okay. Wo ist der versteckt? Der Detektor richtet uns ja in die Richtung aus, wo wir hin müssen. Okay, hier gibt... Okay, wir haben eine Kumu-Milch gefunden. Yay. Ja, eine Kumu-Milch, die ist sehr, sehr wichtig, oder? Gut, ich werde wieder den Speed-Button ausschalten. Oder auch nicht. Das werden wir schon so schaffen. Auch Aurora-Stall. Wenn wir schwere Kämpfe haben, dann werde ich einfach mal nicht speeden. So, dieses Kapaloris haben wir nicht mal besiegt. Okay, durch den Sandsturm stirbt das Pokémon. Okay. Gut, 48 AP. Jungglut, da müssen wir es leider rauswechseln. Wie gesagt, wir dürfen keine Items verwenden. Da kommt die Klammerin ins Spiel. So, Stärke wird ausreichen, sehr schön. Und das letzte Pokémon ist Kurtel. Da benutzen wir einfach auch mal Stärke. Sehr schön. Gut. Okay, dann kommen. Heilen wir mal Stall Rain. Sprudel. Sehr schön, okay. So. Hier oben waren wir noch nicht, aber hier konnte man eigentlich schon vorher hin. Hier gibt es nur ein paar Trainer, oder? Ja, die werden wir schnell machen. Ich glaube, wir sind ein bisschen underleveled, aber egal. Ja, die Trainer sind hier nicht so schwierig. So, eine TM gibt es hier, die will ich mir aber holen. Die ist ein Must-Have wahrscheinlich. Hoffentlich ist das zumindest eine gute TM. Das wäre eigentlich sehr wichtig. So, hier ist keine TM. Gut, Blubella. Sind wir mal gespannt, welche Fähigkeit das Pokémon hat. Slimer, da werden wir einfach mal Body Slam benutzen. Oder vielleicht Aurora Strahl, sehr schön. Altaria, okay. Gut. Das ist ein Doppelkampf, den will ich auf jeden Fall machen. Okay, wir haben hier Schneckmark und Plusl. Gut, Aquaknarre und Rasierblatt. Gut, sehr schön. Scissor ist gar kein Problem. Wir benutzen Aquaknarre, auch wenn die geschwächt wird. So, hoffentlich kann Xerox nicht so viel Schaden machen. Das wäre nicht so nice. Ich glaube, Aurorastrahl ist trotzdem besser, ja. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Also, Xerox hat sowieso schon Feuerschwäche. Oh, Kyogre macht es zu einem Eistypen. Okay. Kyogre hat in diesem Spiel die Signature-Fähigkeit von dem Pokémon namens Kecleon. Auch die gleiche Fähigkeit, die Ariados hat. Das ist aber witzig. Okay, müssen ein bisschen trotzdem aufpassen. Es ist immer noch ein Kyogre. Wir wechseln jetzt mal mit Stall Rain aus. Verfolgung killt uns hoffentlich noch nicht. Und wir gehen in Beard. Und drücken hier nochmal Rasierblatt. Stall Rain kommt zurück. Trugschlag. Okay. So, Rasierblatt kann das Kyogre vielleicht schon besiegen. Schade, aber das Sandsturm nimmt es raus, zumindest. Okay. Paralysiert. Nachtnebel. Okay. Aquawelle hat das nur, das Ding. Rasierblatt. So, Nachtnebel und Synthese einfach mal. Dass es sich vielleicht hochhält. Gut, dann haben wir diesen Kampf gewonnen. Sehr schön. Dann heilen wir wieder Storin. Der Kampf war schon ein bisschen schwieriger, das muss ich schon sagen. Aber sonst passt es schon. Und gut, dass wir den Doppelkampf gemacht haben. Hier gibt es unten ein Item Gengar. Ich hätte so gerne Gengar gehabt. Muss ich das Ding wirklich mit Aurorastrahl besiegen? Schade. So, dann benutzen wir wieder einen Schutz. Gengar fuckt mich ein bisschen ab. So, Schutz. Okay. Und welche Tieren bekommen wir? Wow, Psychoblus. Yay. Es gibt keine bessere TM, die ich mir gewünscht hätte. Wirklich gar keine. Lashoking, da wechseln wir einfach mal raus in Klammerrennen und benutzen Stärke. Und wie Senior, das können wir auch besiegen. Sehr schön.
Gut, wir haben schon mal die Fähigkeit von Kyogre gesehen. Die ist funny, muss ich sagen. Und dass unser Groudon natürlich kraftlos als Fähigkeit hat, ist auch richtig cool. Jetzt müssen wir nur dieses Lorblatt mal besiegen. Aber ich frage mich, ob wir bald irgendwann mal eine also ein Pokémon bekommen, was sich entwickeln kann und das wir dann nicht entwickeln wollen, denn die Fähigkeit verändert sich ja bei jeder Entwicklung. Ich glaube, das konnte man nicht ändern, vielleicht schon. Auf jeden Fall, ja, bin ich mal gespannt, ob wir so etwas haben. Ach, nein, sowas will ich nicht machen. Welcher Fall wäre cool zum Beispiel? Also ein Mondsee mit Kraftkloss würde ich, glaube ich, schon zu Litaking auf jeden Fall entwickeln. Denn das Ding hat Schnarchnase. Aber es gibt sicher ein Pokémon, vielleicht Metagross oder so, was wir fangen und das hat Schnarchnase. Das Pokémon werden wir dann natürlich nie benutzen. Oder wenn irgendein Pokémon ein richtig broken Pokémon Wonderguard hat mit einem richtig broken... Ja. Typing. Das wäre auch funny. Ja, das wäre auch cool, muss ich sagen. Gut, Lompre. Und hier können wir auch noch das Fossil aufwecken. Ich glaube, wir müssen noch ein Pokémon dafür ablegen, aber das sehen wir eh gleich. Wie gesagt, Leute, schreibt in die Kommentare, seid ihr Team Amaldo oder Team Vilie? Ich bin auf jeden Fall Team Amaldo. Ich mag das Ding mehr. Ich finde Amaldo cooler. In Gen 3 ist es auf jeden Fall besser. Und bei wem muss ich die entwickeln? Okay. Der kann mein Pokémon-Fossil wiederbeleben. So, jetzt muss ich aus dem Gebäude gehen und dann gibt er mir mein Pokémon. Aber ich glaube, ich muss ein Pokémon dafür ablegen. Ein Pikachu! Denn Fossil war ein altertümliches Pokémon. Wir halten wirklich Pikachu. Ist das erste Pikachu, das es jemals gegeben hat? Wir nennen es einfach mal Ash. Ja, das finde ich eigentlich cool. Hätten wir Kugelblitz, also wenn es Kugelblitz hat, wäre das richtig cool. Aber wahrscheinlich nicht. Aber sehen wir uns mal das an. Wir haben das erste Pikachu, das jemals existiert hat. So, Blubella können wir uns auch ansehen. Lärmschutz, okay. Und Puderabwehr. Level 20, ja, wenn wir einen Donnerstern haben, wäre es cool. Ich würde es auch so benutzen, wenn wir einen Kugelblitz haben. Oh, irgendwie will ich Pikachu unbedingt ins Team packen. Es gehört irgendwie einfach so dazu. Ich weiß nicht warum, aber es gehört einfach dazu. So, wie gesagt, wir gehen jetzt zum 5. Norden, Regirock. Gut. Wenn wir die Arena gestraft haben, bekommen wir ja Surfer. Dann könnten wir Backtracking machen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee wäre, aus dem Grund, da wir dann so viele Level steigen. Offscreen werde ich das vielleicht sogar machen, oder wenn wir zu ein niedriges Level haben, werde ich das auf jeden Fall machen. So, wie gesagt, auf Level 30 entwickeln sich alle Pokémon, dann gibt es nur noch volle entwickelte Pokémon. Das wird auf jeden Fall spannend. Koko bei Aurora Strahl. So, ich werde jetzt jedes Pokémon benutzen, bis es auf Level 30 ist. Dann benutzen wir jetzt Snobillicat. Alle Vortrainer werden wir hier noch machen. Die haben alle ein Pokémon. Wird jetzt nicht so schwer sein, wie man hier sieht. Den Arenaleiter werden wir auf jeden Fall auch noch machen. So. Müssen wir immer links gehen, dass wir alle Trainer hier machen können. So, Jugong, Stärke, Stärke, Stärke. Sehr schön. Ich glaube, bei diesen Trainern wird es jetzt nicht so schwierig sein. Maske Regen auch nicht. Okay. Finte gegen brauchen wir nicht. Finte könnten wir statt Biss tauschen. Also ich... Warum haben wir... Okay, Heilpuder Basteln, ich dachte schon. Warum haben wir so viele Megablocks? Nein, aber ich frage mich gerade,
Warum es die Attacke Finte gibt auch. Finte ist mehr Aeoras, trifft immer, aber ist so stark wie Biss. Deshalb die Frage, welche Attacke willst du eher spielen? In Competitive auf jeden Fall Biss. In einem Playthrough denke ich mal auch Biss. Weil es flinchen kann und so weiter. Gut. Und wann benutzen wir Invasion Moves? Okay, stirbt jetzt Ariadne durch die Leech Seeds? Weil es irgendwie gekrittet hat. Huhuhu. Okay, das Ding ist schon eine größere Bedrohung. Da kommt Tina rein. So, Stahlflügel. Sehr schön. Ja, Kappels ist eine Bedrohung. Ich merke gerade, Pflanzen-Pokémon sind sehr stark gegen uns, auch wenn wir zwei Käfer-Pokémon sind. Das erste ist der Ariados. Und Xerox natürlich. Dieses Pokémon hilft uns natürlich. Gut. Dann werden wir jetzt Norman in der fünften Arena-Leiter herausfordern. Wir beginnen einfach mal mit... Ja... Sorin ist auf Level 30. Wir haben noch ein anderes Wasser-Pokémon. Und. Okay, in die haben wir noch nicht gekämpft. Egal. Suchen wir einfach mal Norman. Und dann geht es zum Kampf. Wie gesagt, Sorin, auf dieses Pokémon können wir am ersten verzichten. Natürlich soll es nicht sterben. Es geht darum, wir können ja keine Tränke in Kämpfen verwenden. Deshalb denke ich mir, das Pokémon. Ja, kann das erst angechippt werden. Aber ich bin gespannt, ob wir bald mal ein Pokémon wegwerfen sollen, müssen, dass wir überhaupt noch gewinnen. So, das ist das perfekte Pokémon, das wir Frostbeule stärker machen können. 2. Reicht die Attacke schon aus? Sehr schön. So, das nächste Pokémon bekommt die dritte Frostbeule ab. War das ein Fehler? Kabuto. Wow, schon wieder ein Kabuto. Zum Beispiel, da hätten wir jetzt einen Pudox und einen Kabutops. So, der Deathdrop, war das schlimm? So, die dritte Frostbeule, die müsste schon ausreichen oder auch nicht, weil sie resistiert. Aber die vierte wird nicht ausreichen, weil sie nicht trifft. Gut, dann gehen wir mal auf die Aquaknarre, macht auch keinen Schaden. Okay, macht schon Schaden. So, Hypertrank benutzt, okay. So, das meine ich. Storin hat jetzt genug gemacht. Wegen den Lotus... Und benutzen Rasierblatt. Das Ding hat Reflektor, Gift, Puder, Synthese. Megane ist eigentlich ein richtig guter Support-Pokémon. Es ist doch bulky, die Fähigkeit ist jetzt nicht so gut. Safcon, wow. Der hat nur Härte. Da kann ich ehrlich gesagt ein bisschen spammen. Und jetzt benutze ich Reflektor. Okay, schade. So, Gift, Puder, jetzt schauen wir, dass der Reflektor weg ist. Dann hat er noch einen Pokémon. Sind wir mal ehrlich, wenn er stärkere Pokémon hätte, wäre das jetzt auch nicht viel schwerer geworden. Hätte er ein Smap und Pudox. Und das letzte ist Farbigel. Wow. Wow. Enttäuschender fünfte Arena-Leiterkampf. Ja. Was soll ich dazu sagen? Schade. Normalerweise hat der Lethargings, die sind besser. Vielleicht sollte ich einfach nur mal eine normale Challenge machen und nur die Fähigkeiten randomisieren. Das könnte ich auch mal machen. Das wäre auch cool. Dann wäre dieser Kampf wirklich sehr, sehr schwer. So, TM42. Sehen wir uns mal an. Und wir haben Surferhalten. Man kann ja bei einer Randomizer zum Beispiel auch machen, dass gewisse Pokémon, ja, jede VM mal lernen können. Ich hatte zum Beispiel einen Klurak mal mit Surfer, aber sehen wir mal, das habe ich nicht gemacht. So lernen wir wie ein Kopfnuss, ja auf jeden Fall. Kopfnuss werden wir auf keinen Fall mehr gebrauchen und Ariados braucht einen guten Angriffsmove. So, und Bena lernen wir Surfer. Okay, das habe ich schon eingestellt. Lotus kann Surfer. So, werde ich das machen? Nein. Ich finde das Set eigentlich richtig. Snobilly. Warte mal, Krebidor kann die Attacke nicht lernen, aber Snobilly Cat. Ja, dann lassen wir das mal. So, warte mal. Wir haben ja Toxin. Wenn das Megane kann, erlernen wir ihm das. Sehr schön. Lotus bekommt die Attacke. Statt Giftfood ein Upgrade. Und ich finde,
Das passt doch irgendwie zu Meganie. Gut. So, gib mir mal ein paar Pokémon, eine Team. Stachelspore. Ariados vielleicht sogar. So, Borschnabel. Nein, Sondersensor. Nein. Psywelle vielleicht irgendwem. Einem Bulky-Pokémon können wir auf jeden Fall mal Psywelle beibringen. Die Attacke wäre auf jeden Fall cool. Und können wir es surfen? Ja, sehr schön. Hier gibt es sogar ein Item. Wusste ich nicht, lol. Tafelwasser, sehr schön. Ja, dann werden wir noch ein paar Items verkaufen. Denn wir brauchen nicht so viele. Ja, Leute. Wir haben jetzt den 5. Arena-Leiter. Arena-Orden bekommen. War jetzt enttäuschend, könnte man sagen. So, Perle können wir verkaufen. Energiestopp, nein. Waldbrief, KP Plus, Megablock und Schutzband. Ein paar Items legen wir noch ab. Ja, Leute, ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Im nächsten Part machen wir uns auf zum 6. Orden. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.